Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 Remake HD Remaster. Zu der großen finalen Folge, denke ich mal. Und genau, wir hatten beim letzten Mal hier diese Stromzufuhr für diesen riesen Aufzug aktiviert, der runter in den B4-Bereich führt. Und genau, da würde ich vorschlagen, benutzen wir jetzt mal diesen Aufzug, weil viele Wege gibt es nicht mehr. So, Freunde, dann gucken wir mal, was uns da unten erwartet. Ich kann es euch sagen, das wird krass. B4, Freunde, ich habe richtig ungutes Gefühl. So. Dann gucken wir mal. B4. Und hier ist was rot. Ach, jetzt haben wir noch... Schrottmoni geben sie uns hier noch mit. Wozu? Ich brauche einen Itemplatz, verdammt. Warum geben die uns nochmal Schrottmoni? Ich habe eine Marke mit 28 Schuss. oder sollen wir die... ist jetzt die Frage. Oder ich lege einfach nochmal eine Heilung ab oder so, aber... ist das... Das ist jetzt richtig, blöd, weil ich weiß nicht genau, was kommt. Ne? Ich weiß nur in etwa, also was im Original da gekommen ist. Aber nicht, was jetzt hier beim Remake noch kommt. Ich bin mal mutig und leg mal eine Heilung doch mal ab. So, weil ich... Es könnte sein, dass ich die Bulli doch brauchen werde. Ja, kann auch sein, dass ich total falsch liege. Aber nun gut. Da lag auch nur die Schrottmoni. Okay. Ich meine, da liegt nicht umsonst Schrottmoni, ne? Da unten. Deswegen. Ja, fahren wir jetzt nochmal hier runter mit diesem stylischen Aufzug. Oh Mann. Und dann gehen wir da durch die Tür. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Biohazard, ihr seht es schon, ne? Überall bei so Biohazard-Zeichen. Oh mein Gott. Geh hier rein. Oh mein Gott. Ja, jetzt wird's heftig. Jetzt wird's heftig. Ganz genau, Freunde. Wesker. So you've come. Chris, you make me proud. But of course you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about. Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella. And Stars were Umbrella's... No. Rather, my little piggies. The Tyrant virus leaked, polluting this whole place, and unfortunately, I had to give up my lovely members of Stars. You killed Enrico with your own dirty hands! You son of a bitch! Enrico? Yes. I'm a fair man. I'll destroy all of you, Stars, along with this entire place. You. Time for show and tell. Get up. Oh mein Gott. Darf ich vorstellen, Freunde? Der Tyrant. Ja. The ultimate life form. Tyrant.
Wesker, you've become senile. Chris, okay. You'll never understand. It's magnificent. Alles klar, das Ding hat einfach mal Wesker auf dem Gewissen. Come on, you test tube freak. Alles klar. Ja, ist jetzt die Frage, schießen oder nicht? Das ist jetzt echt die Frage. Wir haben ja unsere Magnum. Wir haben ja jede Menge Schuss. Ne, ganz ehrlich. Oh Gott, der ist aber schnell, ey. Boah, schaut euch diesen... Alter, das ist eine Ecke. Aua. Shit. Boah, der Tyrant, Junge. Okay, wir mussten schießen. Ekelhaftes Teil. Und wir sind gelb mit einem Schlag. Krass, der Tyrant, ey. Freunde, 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 was ist hier mit euch? Boah, was für ein Riesending, ey. Ja, Wesker, Mensch. Widerlich. Aber zum Glück haben wir es geschafft, tatsächlich. Mit dem Terminal wird anscheinend der Zustand der Wesen in den Kapseln überwacht. So etwas unheimlich haben sie noch nie gesehen. Ja, das ist schon echt ekelig hier. Boah, schaut euch dieses Ding an. Ich würde mir am besten mit dem Messer jetzt den Kopf abschneiden, ne? Aber, na gut. Eine Reihe von Kapseln. In jeder befindet sich ein unglaublich hässliches Wesen. Boah, er sieht schon richtig widerlich aus hier. So, Maschinen, Computer. Wesker, wo ist Wesker? Da ist Wesker. So ein elender Tod. Er hält etwas fest. Beobachtungsnotiz. Beobachtung zum Wesen. Die Entdeckung des G-Virus erfolgte 21 Jahre nach der Anwendung des Progenitor-Virus. Der Prototyp-Parasit, den wir aus einem Labor in Frankreich kommen ließen, wurde dem Testobjekt verabreicht. Das Testobjekt nahm den Parasiten ein, ohne jegliche Beeinträchtigung zu zeigen. Das Ausbleiben der Reaktion war lange ein Rätsel, doch nun ist mir alles klar. Der Prototyp-Parasit verbrachte eine Inkubationszeit von 21 Jahren im Körper des Testobjekts. Meine Fresse, ganz schön lang. Dann mutierte der Prototyp plötzlich. Oder vielleicht ist evolvierte ein angemesseneres Wort. Diese Beobachtung brachte meine Forschung beträchtlich voran. Durch weitere Modifikationen und Tests gelang mir die Ableitung eines Verfahrens zur Entwicklung des G, das die Leistung von T weit übertrifft. Siehe Teil 2. Dies war der Durchbruch, der die Zukunft der bioorganischen Waffen predigen würde. Ich kann es gar nicht abwarten. Alexia. Alexia. Ja, siehe Teil Code Veronica. Mit der Veröffentlichung meiner Forschung endgültig in den Schatten zu stellen. Leider wird es noch ein paar Jahre dauern, bis ich meine These beweisen kann. William Burke. Ja, so ein elender Tod. Siehe dann Teil 2 und Teil Code Veronica, was es damit auf sich hat. Wesker ist nicht mehr. Angeblich, scheinbar, ein Gerät zur Erfassung der Daten aus Experimenten. Jo. Gut, haben wir sonst noch... Wir haben hier noch was. Können hier noch rein. Aber hier ist nichts. Eine Reihe von Kapseln. Unglaublich hässliches Wesen. Ja, unglaublich. Wer ist bloß in der Lage, solche Ungeheuer zu erschaffen? Ja, Chris. Umbrella ist dazu in der Lage. Ganz ehrlich. So, und was gibt es denn jetzt hier noch für uns zu tun? Ich meine, hier ist ja noch was rot. Ein Bedienfeld zum Lösen des elektrischen Notfallschlosses. Schloss öffnen. Ja, mach. Elektrisches Schloss wurde geöffnet. Alles klar. Und was haben wir jetzt hier noch? Irgendwas wurde deaktiviert. Also irgendwo liegt hier noch ein Item rum. Tatsächlich, bevor wir hier rausgehen, weil das ist echt unheimlich hier.
Diese Soundeffekte, das muss doch nicht sein, Leute. Okay. Sonst sehe ich hier tatsächlich erstmal keine Items, oder? Seht ihr irgendwo was? Nee, wir könnten raus, aber irgendwas ist doch hier noch. Ich würde ungern jetzt hier rausgehen, wenn hier noch was Rotes leuchtet. Der Tyrant, ey. Reihe von Kapseln, ja. Was ist denn jetzt hier noch, verdammt nochmal? Terminal, ja. Okay. Das haben wir aber eben schon... Warte mal, ich gucke mir jetzt mal jedes Bild genau an. Ist hier irgendwo... Wahrscheinlich noch Munition oder so. Ah, guck mal da. Okay, das ist sogar sehr wichtig, glaube ich. Ja, sehr wichtig. Laborschlüssel. Gut, dass wir nicht rausgerannt sind. So, okay. Wartet mal. Nee, ich dachte schon. Okay. Nee, wir haben den Laborschlüssel. Also, wir kommen jetzt überall rein, denke ich. Und jo, da müssen wir jetzt halt irgendwie rauskommen, ne? Frage ist jetzt... Was haben wir hier noch zu tun? Ich denke mal... Ja, wir müssen eigentlich nur noch hier weg, oder? Lass Wesker einfach da unten versauern, Chris. Lass den einfach versauern. Ganz ehrlich, er hat sich anders verdient. Ich meine, aus der Story, aus der weiteren Story weiß man ja eh, was da vorgefallen ist, ne? So, wir können jetzt wahrscheinlich hier die Tür aufschließen. Festgerostet, okay, nö, oder auch nicht. Ah, wir können Jill retten. Das können wir, denke ich mal, tun. So, okay, die Tür geht gar nicht auf. Sollen wir das speichern? Nee, kommt. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt hier sterben werden. Wir machen einfach mal weiter. So. Gehen wir Jill retten. Alter, wo kommt... Boah. Alter Schwede. Wo kam das Ding denn jetzt her? Ihr seht, das Ding hat Flügel, ne? Das heißt, es könnte theoretisch fliegen. Wenn wir es denn lassen würden. Aber wir lassen es nicht. So, wir gehen jetzt Jill retten. Ja, war klar. Nix da. Keine Chance. Keine Chance hier. So, wir sind itemmäßig total voll. Aber hey, wir retten Jill. Das ist jetzt Nummer 1 Priorität erstmal. Ich weiß auch gar nicht, wo Barry ist. Na, damit wir hier abhauen können. Aus dieser ganzen Kacke. So, wir haben den Laborschlüssel. Rette Jill. So. Da wir schon Rebecca verloren haben, möchte ich wenigstens Jill mitnehmen. Jawohl, Freunde. Und, gut. Können wir das jetzt hoffentlich hier aufschließen? Jawohl. So, Jill. Wir sind da. Wir kommen dich retten. Hi. Jill, sorry I made you wait. I knew you'd come. Let's get out of here. Mehr habt ihr euch nicht zu sagen? Geh nochmal da rein. Mehr habt ihr euch nicht zu sagen? Aber okay, das ist, ja, eine... wie jetzt? Das sieht so aus, als wäre es hier... ja, ah ja doch, können wir es decken, okay. Warum sieht das so aus, als wäre es hier mit einer Kamera? okay, geh lieber hier raus. So. Das heißt, der Raum wurde videoüberwacht. Okay, wir haben Jill. Jill, komm bitte mit. Komm bitte mit. So. Ich denke mal, du kannst nochmal laufen, ne? Ja, weil... So. Zu zweit jetzt hier in Action. Und ja, dann müssten wir jetzt theoretisch... Let's get going.
Ja, genau. Diese Szene kennen wir auch noch. Aber wartet mal. Wir kommen noch an der Schreibmaschine vorbei. Okay. Die Szene kennt man noch, ne? Aus dem Original, wo, in der Jill-Story, wo Barry vorgerannt ist. Genau. Und wir gehen jetzt hier endgültig aus diesem Labor raus. Bäh. Bin ich froh, wirklich. Aber Jill, du bist doch hier oben, oder? Jill? Jill, bist du nicht hier oben? Wie schnell warst denn du? Wehe, ich laufe jetzt falsch und sie stirbt oder so. Boah, das wäre richtig gemein vom Spiel. Aber Moment. Nee, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht, Freunde. Irgendwas stimmt hier nicht. Wartet mal. Lad mal nach, bitte. Ja, aber die Magnumfluss werde ich eh drin lassen müssen. Ich denke mal, die Schrotmunition können wir ablegen. Irgendwas stimmt hier nicht. Wo ist Jill? Wo sind meine Farbbänder? Da sind meine Farbbänder. Und vor allem, warum haben wir den Schlüssel noch? Speicher. Komm, speichern wir es mal. Und vor allem, warum explodiert hier nichts? Das wundert mich auch gerade. So, speichern beendet. Ich möchte nämlich nichts falsch machen. Jetzt mach doch die Kiste auf. Jetzt kommt der Bug nochmal. So. So. Dann hier ganz oben. Ach, nein. Verdammt. Okay, dann wieder raus hier, oder was? Ich weiß ja nicht, wo sie hingelaufen ist, ne? Hier oben ist sie. Ah, hier ist sie. Okay. Das heißt, wir müssen hier einfach raus. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Jawohl, ablegen. Hä? Die Frage ist jetzt... Ja, guckt euch das an. Die bereiten uns auf was vor hier. Ist jetzt echt die... Wartet mal. Hä? Wo ist Barry? Und warum kommt Jill nicht mit? Warum kommt Jill nicht mit? Erste Hilfekasten. Nimm das mal mit. Prüfen. Das ist bestimmt eine Vollheilung, ne? Noch mehr Heilung. Jawohl, noch mehr Heilung. Erste Hilfespray. Jawohl. Okay. Dann gehen wir aber nochmal zurück. Irgendwas fehlt hier noch. Warum kommt Jill nicht mit? Was ist mit ihr? Hallo, Jill? Du redest nicht mit uns, ne? Du hast keine Lust, mit uns zu reden. Ja. Bist du sauer, weil Rebecca gestorben ist? Oder was ist hier los? Ah, wir könnten jetzt theoretisch nochmal zurück ins Herrenhaus, aber... Nee, warum sollten wir das tun? Ganz ehrlich. Nee, wir müssen hier weg. Freunde, wir müssen hier einfach weg. So. Ach so, ja. Das ist die Spreitmaschine. Ich bin... Ach! Mann, nein, diese Steuerung. Ich wollte dich hier hoch. Ich bin nervös. Man merkt es, ne, weil es auch die letzten Minuten von mir generell von Resident Evil sind hier. Aber ist jetzt die Frage, warum fliegt hier nichts in die Luft? Es kann echt gut sein, dass das wegen Rebecca ist. Dass wir sie haben sterben lassen. Das meine ich mal irgendwo gelesen zu haben, tatsächlich, ja. 38 Shotgun-Schuss, eben, meine Güte. So, dann legt diese Heilung nochmal ab. Ja, ich meine, wir haben genug. Wir kriegen da wahrscheinlich eh nochmal eine Heilung da oben. So, ich hoffe, Jill kommt mit. Ansonsten ist das ziemlich kacke. So. Weil sie redet ja auch nicht mit uns, ne? Ich frage mich auch, wo ist Barry, Freunde? Wo ist Barry? Barry Burton. So, dann. Hier müsste nichts mehr sein. Doch, hier ist immer noch was. Okay.
So, prüfen. Jawohl, das ist... Ah, ein grünes Kraut. Ja, toll. Na, gut, egal. Guck. Ah! Okay, okay, ich war gerade was am Trinken. ja, jetzt ist Jill doch bei uns. Okay. Aber es fliegt nichts in die Luft. Warum nicht? Wartet mal, was ist denn das? Sicherungskasten, ah ja. Sonst noch was? Nee, sonst ist hier nichts mehr. Sicherungskasten, ja. Ah, der muss hier rein direkt. Okay, ja. Der Aufzug hat halt keinen Strom, die Sicherung fehlt. Ja, dann. Da müssen wir gleich aber leider nochmal zurück. Es tut mir leid, Jill, du musst ein bisschen warten. Ah. I'll take care of them. Chris, you just get in contact with Brad somehow. Okay. Scheiße. Ich wollte noch eine Heilung holen. Oh Mann. Ich wollte mir nur noch eine Heilung holen. Ah. Ja gut, komm. Dann machen wir es halt ohne Heilung, beziehungsweise mit einem Kraut. Boah, das wird jetzt heftig. Aber es explodiert nichts, komischerweise. Das ist, Hallo? Ja, gut. Das könnte, wie gesagt, wirklich damit zusammenhängen, dass Rebecca gestorben ist. Ne, dass wir jetzt so ein alternatives Ende haben. So, was ist das? Signalraketen, okay. Hier ist auch kein Timer und nix. Verwenden. Wir müssen unseren Helikopter rufen hier. So. Genau. Genau. So, finale Freude. Auch wenn es sich nicht so anfühlt. Chill. Aber Barry fehlt. Wo ist Barry? Errungenschaft freigeschaltet, Alpha-Männchen. Okay. Hä? Also das verstehe ich jetzt nicht. Okay, das war ein etwas antiklimatisches Ende. Klimaktisch, oder wie man das nennt. Komisch. Also die haben uns ja, ihr habt es ja gesehen, die haben uns am Ende wirklich auf einen Kampf vorbereitet und der hat dann gar nicht stattgefunden. Wir sind einfach abgehauen mit Jill, aber ja, Rebecca fehlt halt, das ist klar, aber Barry fehlt auch. Ja, das ist jetzt ein bisschen low, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wie gesagt, es gibt genug Let's Plays von diesem Spiel und wenn ihr das recht gute Ende sehen wollt, könnt ihr ja das bei jemandem anders schauen, mit dem Kampf und allem. Also eigentlich hätte man nochmal kämpfen müssen, tatsächlich.
Das alles nur wegen diesem einen Hunter. Ja, Freunde, aber nichtsdestotrotz, Resident Evil Remake ist Geschichte und somit auch Resident Evil. Die komplette Reihe haben wir gespielt bis Teil 4. Wie gesagt, alles was ab Teil 4 ist, werde ich nicht mehr als Let's Play spielen, weil das für mich kein klassisches Resident Evil mehr ist. Und wie gesagt, wir haben jetzt ungefähr ein Jahr lang die Resident Evil Reihe durchgespielt und ich muss sagen, ja, das hat mir sowas von Spaß gemacht, Freunde. Während wir hier nochmal sehen, was hier alles passiert ist. Present by Capcom. Und, ja, auch dieses Remake. Oh. Ah, wartet mal. Sonntagsausflug und keine Lust zu sterben, Errungenschaften. Ja, wartet mal. So, Spielzeit 14 Stunden 30. Erledigte Kreaturen 106, abgefeuerte Schüsse 426, verbrannte Farbänder. Verwendete Heilobjekte 24. Ja, hier sehen wir es jetzt nochmal, das Ergebnis, ne? Und, ja, wie gesagt, also Resident Evil, die Reihe ist wirklich, hat mir so viel Spaß gemacht, liebe Freunde. Und ich finde, dieses Finale, jetzt ist es irgendwie nicht würdig, ein komplettes Resident Evil Finale zu sein. Aber wie gesagt, wenn ihr es das richtige Finale sehen wollt, könnt ihr es ja bei jemandem anders schauen, tatsächlich, der dran gedacht hat, Rebecca in dem Herrenhaus zu retten. Und, nun gut, es ist halt so, wie gesagt, dieses Spiel hier, wirklich top, 1A, hat mir super viel Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen zu leicht war, meiner Meinung nach, mit der ganzen Heilung. Ich glaube, wir hatten am Ende 30 Heilungen oder so. Und sehr viel Muni. Also, naja. Aber nun gut, auch viel, ja, neues Zeug, wie ihr gesagt hattet, zum Original mit Lisa und allem. Also das war schon echt, war schon gut gemacht, muss ich sagen. Gut, nichtsdestotrotz, ja, es gilt jetzt Abschied zu nehmen von Resident Evil und Nachfolgeprojekt. Bin ich mir jetzt gerade noch unschlüssig tatsächlich. Es könnte Silent Hill werden. Aber, wie gesagt, lasst euch da einfach überraschen, ich weiß es selber noch nicht. Und, ja, gucken wir jetzt mal, Taste drücken. Chris hat ein neues Kostüm. Sie haben einen Kleiderschrankschlüssel erhalten. Ein neues Kostüm wurde freigeschaltet. Sie können sich im Ankleideraum umziehen. Ja, das war dieser eine grünlich scheinende Raum. Im Herrenhaus. Und genau, überschreiben wir das. Durchgespielte Daten. Okay. Und schaut mal, jetzt sieht das Hauptmenü auch anders aus. Hier noch einmal können wir jetzt. Aber nein. Freunde, das war's mit Resident Evil. Mein Gott. Ja, wie gesagt, das Ende, das hätte ich mir gerne anders gewünscht. Aber es ist halt so, wie es ist. Ne? Und ja, wie gesagt, Nachfolgeprojekt habe ich ja gerade schon gesagt. Weiß ich noch nicht, was kommen wird. Lasst euch da einfach mal überraschen. Und ja. Dann möchte ich mich auch bei allen Zuschauern hier bedanken, die dieses Projekt hier angeschaut haben. Es ist wirklich gut angekommen, dieses Projekt. Und ja, vielen, vielen Dank an euch alle. Auch wirklich mit den Tipps und alles. Ach, das ist einfach schön gewesen. Und ich liste die jetzt einfach auf. Mir fällt zum einen der Flying Dragon Gaming ein, der Elite Bar, der Pixel D, die Zocker Omi, der Just 20 Gaming, der Ready Saphir Stern, wenn er es schaut. Und noch viele mehr. Das sind so die Stammzuschauer, glaube ich, hier bei Resident Evil gewesen. Und ja, vielen, vielen Dank an euch alle. Und wie gesagt, das Nachfolgeprojekt, lasst euch da einfach überraschen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Euer Sebi, ciao, ciao.